Oh, ihr seid aber früh dran. Ich wollte mir gerade noch schnell einen Kaffee einfüllen. Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Naja, das Wichtigste ist erstmal einen Kaffee. Und dann backen wir uns heute einen schönen Kuchen. Ich will heute mit euch zusammen einen Apfelkuchen backen mit einer Bisee-Haube oben drüber. Wir haben letztes Mal ja schon so kleine Mini-Tarts gemacht. Die fand ich ganz geil. Der Teig war verhältnismäßig easy zu machen. Den werden wir jetzt wieder benutzen dafür. Den Apfel habe ich mir wieder Boskop besorgt. Den werde ich ein bisschen anders zubereiten. Eine etwas andere Variante. Wir werden ihn so ein bisschen karamellisieren. Das wird mit Sicherheit auch ganz toll. Wir haben uns wieder so ein bisschen Walnuss besorgt, damit wir so ein bisschen was an Crispen bekommen. Ja, ich würde sagen, ich tue mir jetzt noch Zucker und Milch in meinen Kaffee und währenddessen läuft hier mal eben schnell der Trailer. Bis gleich. So, schnell eben den Kaffee umrühren. Der Trailer ist ja immer so kurz. Ich habe schon mal uns zusammengesucht für unseren Teig. 250 Gramm 405er Mehl, 40 Gramm Zucker, wir brauchen eine Prise Salz, 60 Gramm Wasser, 125 Gramm Butter und das Mehl habe ich ja schon gesagt. Dann muss erst einmal die Butter mit feste Butter, gerade frisch aus dem Kühlschrank, schön hier in das Mehl. So, ich muss jetzt die harte Butter mit dem Mehl verreiben, bis das eine schöne Masse geworden ist. Das wird keine feste Masse. Das wird es erst, wenn wir die Flüssigkeit reingetan haben. Ich verreibe das jetzt hier. So, jetzt nochmal. Ich wollte gerade unseren Nachbarn hier durch die Wand mit dem Bohrer. So, am besten so reiben. Normalerweise mache ich das mit einer etwas größeren Schüssel, ich bin heute nur zu faul gewesen, weil ich die nicht abwaschen wollte, mir diese große zu nehmen. Wenn ihr so eine steile nehmt wie ich jetzt, dann ist das so ein bisschen mühsam. Aber egal. Also, wir haben das jetzt hier schön zusammengerieben. Dann tue ich da jetzt mir hinein mein Wasser, den Zucker und meine Prise Salz. So, und dann wird das jetzt zu einem schönen. So, jetzt sind wir gerade wieder unterbrochen worden, weil die meinen, dass sie noch 10 Löcher bohren müssen. Das ist natürlich echt ärgerlich. Also, jetzt ist mein Wasser und Salz, Zucker damit drin. Jetzt mache ich da einen schönen Teig draus. Schön gleichmäßig. Wir machen das nicht mit der Maschine. Sonst verklebt das alles so maximal und dann wird der Teig nicht schön. So, jetzt ist das ein schöner runder Teig geworden. Ich mache den jetzt zu so einer schönen Kugel. Und dann hole ich mir gleich einen Gefrierbeutel, tue den da rein und dann muss der für eine Stunde in den Backofen. Dann habe ich eine halbe Stunde Zeit, irgendwelche anderen Dummheiten zu machen und in einer halben Stunde treffen wir uns dann hier wieder und dann geht das weiter mit der Apfelfüllung. So, ich habe meinen Teig jetzt schön rund geknetet. Habe mir da jetzt einen Ball draus gemacht und den tue ich jetzt hier in einen Gefrierbeutel. Den mache ich jetzt zu. So, mein Teig ist jetzt hier in diesem Gefrierbeutel und den tue ich jetzt für mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und dann so kurz bevor ich meine, dass ich den rausnehmen will, melde ich mich dann gleich wieder und dann bearbeiten wir unseren Bosco-Apfel. So, nach unserem ewigen Hin und Her und Nachbarns Bohren, glaube ich, ist jetzt hier Ruhe im Karton und wir können weitermachen. Mein Teig ist im Kühlschrank. Mein Apfel ist hier. Den muss ich jetzt einmal schnell schälen. Schon ist es passiert. Den werde ich jetzt gleich klein schneiden. So, den Apfel habe ich jetzt in so kleine Teile geschnitten. Da tue ich jetzt ein bisschen Limette drüber. Ich rolle die immer vorher so, dann lässt sie sich ein bisschen besser pressen. So, dann machen wir. Dann wird er nicht ganz so braun und da wir mit ganz viel Zucker auch noch arbeiten wollen,
wird das dann nicht so mega süß. Ich finde das immer ganz gut. Außerdem mag ich diesen Limettengeschmack eigentlich auch sehr gerne. Das ist schon ganz cool. So, mit der kleinen Pfanne ein bisschen Butter da rein. Und da tue ich gleich meinen Apfel drauf. Muss jetzt erstmal ein bisschen heiß werden. Und dann können wir den da gleich so ein bisschen anlassen. Dann tue ich da braunen Zucker drauf. Und dann kommt da so ein bisschen 43er drauf. Das finde ich ganz cool. Muss man nicht machen. Gibt aber zusätzlich so ein bisschen Geschmack. So, meinen Limettenapfel tue ich hier jetzt mal hinein. Und werde den jetzt so ein bisschen anlassen. Ich habe hier jetzt so ein bisschen braunen Zucker. Den werde ich jetzt hier drüber streuen. Ich habe auch schon wieder ein bisschen Apfel verteilt auf dem Herd. Das sieht immer gut aus. Schöner Kontrast zum Schwarz. So. Das karamellisieren wir jetzt so ein bisschen an. Und um diesen Effekt ein bisschen zu verstärken, tue ich da jetzt noch 43er rein. Wie immer so ein bisschen frei nach Schnauze. Viel hilft viel. Keine Angst um den Alkohol. Der Alkohol verkocht jetzt. Mein Teig habe ich jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Der ist schön fest geworden. Klasse. Den werde ich jetzt ausrollen. Ich rolle mir den jetzt schön aus, so auf eine 3 mm Stärke. Die brauche ich so für meine kleinen Tartförmchen. Dicker ist nicht schön. Meine kleine Tartform, da kann man den Boden so rausnehmen. Super schön gemacht. Und lässt sich nachher nämlich wunderbar da auch rausnehmen, der Teig, wenn er fertig ist. So, ich lege mir den jetzt hier auf meinen Teig und schneide einfach mal so 2 cm weit entfernt drumherum. Super. Dann fetten wir die noch mal eben schnell aus, die Form. Ich glaube, eigentlich braucht man es nicht, aber so in alter Angewohnheit mache ich das halt eben schnell. Und dann tue ich mir meinen Teig da hinein. Schön bis in die Ecken hinein. Und was überschüssig ist, das schneiden wir ab. Ich mache jetzt hier noch ein paar Löcher in den Teig, damit es da keine Blasen geben kann. Außerdem sieht es cool aus, aber sieht ja gleich keiner mehr, kommt ja gleich meine Füllung drüber. So, dann nehme ich mir ein paar von meinen Nüssen. Ich brösel die da so mit der Hand rein, das geht wunderbar. Wenn jemand nicht ganz so viel Kraft hat dafür in der Hand, ist das auch kein Problem. Dann tut man die sich halt in einen Beutel und rollert da so ein bisschen mit dem Rührholz drüber, dann ist das kein Problem. Meine Füllung für meinen Kuchen ist auch fertig. Ist vielleicht ein bisschen drüber, weil es schon fast eher Mousse geworden ist. Da habe ich eben nicht ganz so aufgepasst. Einmal umgedreht und kurz was anderes getan und schon was geschehen. Passiert, beim nächsten Mal machen wir es anders. Das finde ich auch. Das sieht jetzt richtig gut aus. Jetzt werde ich mir gleich meine Baiser-Masse fertig machen. Beziehungsweise ich mache jetzt als erstes den Backofen an. 180 Grad Ober-Unterhitze. So, für meine Baiser brauche ich Eiweiß. Von 3 Eiern brauche ich. Man rechnet immer so 50
Gramm Zucker auf ein Ei. Ich trenne die jetzt hier mal eben. Wunderbar. Ich hasse Eiweiß an den Händen. Ja, so, ich gehe jetzt erstmal Hände waschen, bin gleich wieder da. Hände sind wieder sauber, kann weitergehen. Gehen rein, runterfahren und erstmal anschlagen. So, das ist jetzt so ein bisschen angeschlagen und jetzt tun wir, während wir das weiterschlagen, die 150 Gramm Zucker auf meine drei Eiweiß dazu und schlagen das fest und warten, bis es richtig festgeschlagen ist. Wenn man das Ganze ein bisschen beschleunigen will, kann man da auch noch ein bisschen Salz mit hinein tun. Das können wir ja mal eben machen. Ich tue da jetzt mal eben schnell eine Prise Salz mit hinein. So. Und dann kommt da jetzt der Zucker drauf. So, ich würde sagen, unsere Masse ist schön fest. Ich werde jetzt hier mal eben so ein paar reindrücken über meinen Spritzbeutel. Ich finde, das sieht ganz cool aus und kommt auch immer ganz gut. Ich glaube, mein Spritzbeutel ist zu klein für sowas. Braucht man einen Spritzbeutel, wo mehr reingeht und dann kann man das auch besser machen. Das ist gerade ein bisschen blöd hier. Ich habe das jetzt mit meinem Spritzbeutel hier so ein bisschen da drauf gekleistert. Ich bin da nicht so der große Künstler drin, aber ich finde so, für meine Versuche finde ich das gar nicht schlecht. Ich tue das jetzt in meinem Backofen bei 180 Grad für ungefähr 20 Minuten und dann sehen wir den kleinen Kuchen gleich wieder. Genau, und den jetzt für 20 Minuten ungefähr da drin. So, jetzt sind 25 Minuten um. Und ich nehme mal den einen raus. Der sieht auch schon mal richtig geil aus, oder? Schön fest ist er auch. Klasse. Der muss jetzt abkühlen. In der Zwischenzeit haben wir noch einen zweiten gemacht. Beziehungsweise Jajok, die wollte gerne noch einen mit Birne haben. Da haben wir jetzt Birne klein geschnitten und unten reingetan. Einfach so pur klein geschnitten. Das reicht völlig aus. Dann hat sie da noch ein schönes Muster, Bisee-Muster oben drauf gemacht. Den tue ich jetzt nochmal in den Ofen. Und der bleibt hier jetzt nochmal 20 Minuten drin. Und dann gucken wir mal, wie der gleich aussieht. So, was machst du denn da? Ich flemme den jetzt noch so ein bisschen an, um dem noch so ein bisschen mehr Farbe zu geben, sodass das richtig geil aussieht. Muss man so ein bisschen aufpassen, je nachdem wie groß auch die Flamme ist, mit der man das macht. Aber dann kriegt man so ein bisschen die Struktur besser rausgehoben und dann sieht das irgendwie noch ein bisschen geiler aus. Ich glaube, mit einer größeren Flamme ginge das vielleicht noch ein bisschen besser. Kann ich ja mal mit in die Goldschmiedewerkstatt nehmen und da einen großen Brenner draufhalten. Aber ich glaube, das geht nicht. Dann ist der Kuchen eben. Aber das sieht schon ganz geil aus. Jetzt ist es vollbracht. Wenn ihr hier schaut, das ist der Apfel, den ich vorhin gemacht habe. Hier habe ich mich noch so ein bisschen als Brandkünstler vertan. Da bin ich einmal kurz zu lange drauf geblieben. Und das ist die Birne. Hier ist noch so eine Birne. Solche Birnen haben wir verwendet. Gab es vorhin ziemlich gut zu kaufen bei uns. Ich schneide den jetzt einfach mal an und dann könnt ihr sehen, was wir hier so fabriziert haben. Mmh.
Ich schneide da jetzt einfach mal ein Stück. Soll ich so ein langes Stück schneiden? So ein kurzes Stück schneiden? Also. Ist gar nicht so einfach. Also, eigentlich braucht man ein richtig scharfes Messer dafür. Das sind keine Wölfe, ist nur mein Hunger. So, das ist der Apfel. Kann man hier auch nochmal klasse sehen. Dann schneide ich jetzt mal die Birne an. Ja, bei der Birne ist die See nicht ganz so hart. Aber auch das sieht geil aus. Und auch da nehme ich jetzt hier mal so ein Stückchen raus. Das ist die Birne. Und da kann man sie sehen. Sieht doch irgendwie geil aus. Also, ich nehme mir jetzt eine Kuchengabel. Schatz, soll ich dir eine Kuchengabel mitbringen? Ich tue das einfach mal. Du isst den Apfel, ich esse die Birne. Ich werde sie jetzt probieren. Fällt ein bisschen auseinander. Ist aber auch klar. So. Noch leicht warm. Oh. Das ist ja geil mit diesem Birnengeschmack. Tut, wenn man den Mund voll hat. Das ist lecker. Richtig geil. Also, ihr Lieben, das Rezept ist wirklich easy. Ich schreibe es wieder zusammen. Ich tue es wieder unten rein. Ist einfach gemacht. Wir haben jetzt jeweils 25 Minuten bei ungefähr 180 Grad von unten auf der zweiten Schiene bei uns im Backofen gestanden. Jetzt wollte ich Kühlschrank sagen. Vorhin sage ich es immer anders im Fall rum. Völlig blöd. Ja, aber es war verhältnismäßig einfach gemacht, ne? Ja, absolut. Finde ich auch. Also, tolles Rezept. Ganz besonders das mit dem Apfel. Ich habe den Apfel vorhin schon einmal probiert. Schmeckt absolut genial. Macht es nach. Schreibt mir, wie ihr es gefunden habt. Habt ihr Ideen dafür? Schreibt sie mir auch unten rein. Und ja, das war's für diesmal, glaube ich. Hast du noch irgendwas, Schatz? Momentan nicht. Wunderbar. Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt, hier ist Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.